Freunde, ich habe gerade ein POV-Video gedreht. Wir haben jetzt Tag 2 und ihr wisst ganz genau, wenn ihr eine Frau an eurer Seite habt, die stabil ist, dann müsst ihr auf diese Frau hören. Und das heißt, meine Frau wollte unbedingt mit mir nochmal mitkommen, obwohl ich echt die letzten Tage immer mit ihr war und Dekozeug und so angeschaut habe. Aber allein könnt ihr das nicht entscheiden, ja. Wenn sie irgendwann mal mit einzieht und so, weißt, dann ist es halt echt so weit, ja. Dann ist es wirklich so weit, dass sie halt auch Mitrederecht hat. Auch wenn ich der Kuchen bin und sie der Krümel. Nein, Spaß, voilà. Gleichberechtigung ist ganz fair, meine Damen und Herren. Ihr müsst eine stabile Seite an eurer Frau haben, voilà. Außer man weiß nicht, ob sie eine Schlange ist, das sage ich jetzt allgemein, weil ich habe sowas ja auch erlebt, dass jemand doch falsch war oder sonstiges. Einfach, das merkt man erst mit der Zeit, aber wenn ihr ein gutes Gefühl habt, Freunde, dann geht all in. An meine muslimischen Brüder, heiratet islamisch, ist auch sehr wichtig. Und dann, Bro, habt ihr Segen von Gott dann überall. Ich bin jetzt auf jeden Fall auch bald in Istanbul mit meiner Frau. Echt, die nächsten Tage, ich werde coole Vlogs drehen. Ich werde wieder auf jeden Fall ein paar Sachen verlosen. Ihr habt voll Bock drauf, ich weiß. So ein Fake-Bazaar-Vlog, Essens-Vlog, viel Essen, gute Food-Spots in Istanbul, so Restaurants und so weiter. Auf sowas halt, Bro. Ich werde allgemein nicht mehr nur Auto-YouTuber auch, aber Lifestyle und so habe ich auch voll Bock. Essen jetzt, was ich heute mache, wo ich bestelle, Digga, was ich immer esse, wo ich kacken gehe. Alles werde ich euch, ich werde euch überall wieder wie in guten alten Zeiten mitnehmen, weil das ist das. Ich werde jetzt wieder diese Kamera aufnehmen, schlafen gehen. Damals hat ein sehr, sehr beliebter Abi zu mir gesagt, Kemal Abi, wallah, ich kenne ihn jetzt mittlerweile schon seit 5 Jahren. Er hat immer gesagt, egal was du machst, du hast das Potenzial. Nimm diese Kamera, egal wohin du gehst, wie ich dich kennengelernt habe, überall mit. Und ich werde das machen. Und ich schwöre dir, er hat immer gesagt, du, Bühni, du wirst ein Millionär. Er hat immer gesagt, wenn du Millionär wirst, dann kaufst du mir eine Rolex. So, und jetzt, Digga, bin ich so heiß drauf, Digga, so heiß drauf, wieder richtig kranke Vlogs zu drehen, weil das bringt mir wieder ein bisschen so Flashbacks mit, Digga, diese Gefühle mit dieser Kamera überhaupt zu reden, Freunde. Deshalb, ich bin jetzt bald in Ulm, meine Frau wohnt da in der Nähe und viele sehen mich da auch immer sagen, das Ding ist, diese Stadt, gell, ich sag euch auch ehrlich, Digga, die ist so hasserwidert, gell, so hasserwidert, Bro. Boah, ich schieß. Ey, Digga, ich will gar nicht mehr meine Schnauze halten. Ich werde wie früher einfach auf jeden schießen, weil ich weiß, Digga, krass. Also, Alhamdulillah, Bro, ich habe Allah hinter mir. Ey, das Ding ist, jeder macht so auf krass. Boah, die reden so, oh, Bühni, der kleine Peach, Digga, wie viel Geld der macht und so. Die lästern so, und wenn sie mich sehen, oh, Bühni, Bro, du bist krass. Oder die sagen so, oder haben früher gesagt, boah, Bühni ist krass und so, verlandet ist das. Und heute sagen, boah, was für ein kleiner Lutscher, Digga, mit Parfüm und so, was denkt der, wer er ist? Sick, der Lana, haben wir einen Schachten, Bruder. Lana, ich habe in einem Monat mal 100.000 Euro, wenn nicht sogar mehr gemacht, Digga. Und du redest mir immer noch, Bühni ist ein kleiner Lutscher, halt deine Fresse. Und ich hasse es, mit Zahlen hier irgendwie anzugeben, Bruder. Aber halt deine verfickte Fresse, Bruder. Halt bitte deine Fresse. Ja, Ram, Yalla, Murk, sieg dir geht, aber nervt mich nicht mehr, Bruder. Nervt mich nicht, Bruder. Verpisst euch, Mann. Ich schwöre, ich bin eh sowieso auf 180 und ich werde das nicht mehr rausschneiden, Alter. Ihr habt immer, Fernand, dies, das. Die Welt ist nicht so. Boah, Bro, ich krieg so einen Hals, Digga. Ich krieg so einen Hals. Ich hab einen Wallah noch nie gesehen, dass mich jemand am Gesicht irgendwie gehatet hat. Noch nie. Einmal hat mich einer beleidigt, Digga. Und ich schwöre, ey, so schnell hat er diese Dingens zurückgezogen. So schnell, Digga. Und seitdem, halas, Digga. Ja, ne. Bro, ich habe keinem Menschen was getan, Digga. Entweder du schaust dir diese Videos an, kommst auf meinen Charakter, klaut oder du verpiss dich, Moruk. Ja, ne, langsam werde ich auch echt arrogant, Alter. Ich schwöre. Weil es fuckt mich end up so. Diese Menschen. Weißt, jeder, der mich schon mal live draußen gesehen hat, erwähnt hat, gesehen hat, weiß ganz genau, was für ein Herzensmensch ich bin. Ich weiß es selber. Ich habe so ein großes Herz, egal für jeden. Wen habe ich, wer mich nach Parfüm gefragt hat, noch mal schon mal kein Parfüm gegeben. Wenn nicht sogar 5 oder 10 Stück auf einmal. Oder wenn da 10 Jungs waren, jeden 2, 3, 4 Stück, Digga. Zum Beispiel. So, ja, das sind so Sachen, Digga, mit denen gebe ich gar nicht mehr, will ich gar nicht prallen oder so, ob jemand mal so geholfen hat oder nicht. Das ist eine Sache zwischen mir und Gott. Aber bitte, Bro, langweil mich nicht, Bro. Bitte. Bitte, bitte, Bro, bitte mach mich nicht zum Mäus, Bruder. Ja, und so ist das, Freunde. So ist das. Check Parfüm ab, wie gesagt, todeswichtig. Wallah, geil, Duftanhänger, alle 1 Euro für den Talk. Viele wollen auch, dass ich so bin, weil viele kennen mich auch so. Ich hab eigentlich voll den Knacks, Bro. Ich habe einen richtigen Knacks eigentlich. Bloß irgendwie, weil immer die Kacke mich findet, Bro, und immer ich irgendwie schuld an allem bin. Irgendwas, wenn immer passiert, wenn ich vor Gericht stehe, bin ich immer der gefickt ist. Und ich habe keinen Bock mehr drauf, Bruder.
ich habe keinen Bock mehr drauf, ich habe keinen Bock mehr, mich für falsche Menschen und so einzusetzen. Und jetzt, Freunde, ziehe ich aus bald und nehme euch alle mit. Ich habe mir eine, ich sag's einfach jetzt, ich habe mir eine Penthouse-Wohnung geholt, Digga. Mal schauen, wie das so ablaufen wird. Meine Frau zieht dann irgendwann damit ein in München, also Nähe München. Bro, was soll ich machen? Was soll ich machen, Freunde? Ja, ne, was soll ich machen? Content wird immer der gleiche bleiben. Ich werde viel wandern, viel mit dem Auto unterwegs sein. Ich habe mir noch einen M2 geholt, beziehungsweise meine Frau hat einen M2. Einen wunderschönen, den schönsten M2 sogar. Mit dem wird auch sehr viel Content kommen. Der wird auch richtig cool sein. Familienzugang, sage ich immer. Ja, ich freue mich derbe. Ich freue mich derbe, auch wie mal meine Frau dann mein Auto fahren wird und so. Ich mache auch Frau-Content so. Ich werde es jetzt nicht zeigen, aber ich werde es jetzt so machen, dass sie halt einfach... Man soll sie halt einfach ein bisschen ab und zu hören. So, ja, sie ist sehr schüchtern, was Kamera betrifft und so. Echt aber eine nette, also wirklich, hat echt mein Leben verändert, hat mir auch gezeigt, wo es im Leben entlang geht und so. Deshalb, Bros, sie unterstützt mich sehr viel, ich sie, und es passt, Bruder. Mehr will ich dazu jetzt einfach nicht sagen. Ja, wisst ihr zurzeit denn ab und ihr wisst zurzeit gerade die Sache, was bei mir abgeht. Ich bin auch viel mit ihr immer. Sie wohnt halt immer leider 80 Kilometer entfernt. Und das geht halt dann, wir fahren halt hin und zurück und so, ist oft mit mir zusammen, deshalb das geht. Ich kenne ihre Eltern, wir haben uns verlobt, alles passt, Alhamdulillah. Hoffentlich macht ihr nicht Auge, ihr kleinen Schlawiner, aber ich bin zufrieden, Janne. Und jetzt geht's weiter und so ist es. Dann gibt's noch den ein oder anderen TikTok-Influencer, der mich angeklagt hat, einfach so erzähle ich euch, wenn die ganze Geschichte mal abläuft. Ja, so ist es halt. So ist es halt, Bros. Jeder versucht, TikTok und so sind alle broke, vergiss es nicht. TikToker sind alle broke, YouTuber geht's eventuell noch gut, Rapper kenne ich eigentlich nicht so viele, aber ich glaube auch, dass viele broke sind, außer so die was touren und so machen, denen geht's auch gut, sage ich euch ehrlich, ja, nicht, ich will jetzt auch mit keinem Beef haben oder so, aber so sind halt die Sachen, ja, ne, Influencer so wie Eli und so, heftig, also Respekt auch, gibt auch vielen Leuten, aber denen ich Props gebe, Eli und sein Team und so weiter, auch krank, was die so auf die Beine machen, gibt auch viele YouTuber, die ich nicht mehr mag, John Broke ist auch mega, also Content auch cool, Digga. Sind auch so die einzigen YouTuber, wo ich selber anschaue. Der Rest langweilt mich, juckt mich nicht. Und ja, so ist es. So ist es. So ist es, Freunde. So ist es. Ich will euch einfach ein geiles Video wieder gönnen. Wir sind wieder im GT63. Und es macht derbe Spaß. Mein Mikrofon ist auch kaputt gegangen. Zum dritten Mal. Dieses Mikrofon hat hier 800 Euro gekostet. Sony, Digga. Schlimm, Bruder, schlimm. 800 Euro habe ich für dieses Mikrofon hier bezahlt. Und es war immer ausverkauft. Habe es dann irgendwann bekommen. Und Bro, schon das dritte Mal, dass einfach mein Mikrofon jetzt so wackelt, Digga. Ich weiß nicht, ob man so den Dingen so hört, aber es juckt mich nicht. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so abgebrochen kommt oder nicht. Aber Freund, auf jeden Fall habe ich schon mal 300 Euro bezahlt, dann nochmal 300 Euro. Jetzt ist es wieder kaputt. Jetzt habe ich keinen Bock mehr, 300 Euro zu bezahlen, um das Ganze hier zu reparieren. Und eins muss ich noch sagen, neben meiner Frau, ich rede zwar gerade sehr offen und so, aber neben meiner Frau, Digga, Janne, ich bin so ein bisschen Dingens, Janne. Nicht schüchtern, Bro. Aber ich kann noch nicht so ganz neben ihr Content drehen. Das geht noch nicht so ganz. Ich konnte es allgemein noch nie. Ich hatte immer meinen Cousin, bei dem ich mich zu 100% bei Videos wohlgefühlt habe. Mein Cousin, Mommy, schöne Grüße. Weil er Fleisch und Blut immer noch. Und der hat jetzt aber auch viel zu tun, Freunde, falls ihr fragt, was er eigentlich so macht. Mein Cousin gab es ja auch noch. Leo hat mittlerweile auch, glaube ich, eine Frau, eine Freundin. Macht auch kein, also will auch nicht mehr so viel YouTube machen, hat auch gar nicht die Zeit, hat auch andere Prioritäten im Leben, ist auch okay, ist auch verständnisvoll. Schade, Bro, hatten auch eine coole Zeit mit Leo, geisteskrank. Maris, boah, den mag ich richtig, also auch Leo und so mag ich auch alle richtig. War die coole Zeit in Kroatien, weil was ich da an Erfahrung alles damals schon gesammelt habe, war krank. Also diese Zeit kann mir auf jeden Fall keiner wiedergeben. Ist auch ein Geschäftsmann, fährt auch ein GT 43. Und ist auch cool, sehe ich auch ab und zu, aber wir kommen halt nie dazu, Content oder so abzudrehen. Der hat eine Bar in Bosnien gehabt, ist immer so nach Dingens gefahren. Senica war auch cool, mit ihm mal über einen Tag nach Bosnien zu fahren. Das war auch eine coole Zeit. Ansonsten, Bros, viele Jungs von mir, Augsburg und so, ihr wisst ja, die, wo ich ganz früh hatte, habe ich leider keinen Kontakt mehr, einfach so. Also man hat sich ausgelebt, jeder geht seinen anderen Weg, Digga. So, ja, ne, besser so, Bro. Manchmal ist es wirklich besser so. Und von manchen Gruppen müsst ihr euch einfach ein bisschen distanzieren, Digga, wenn ihr Erfolg haben wollt, ja, weil jeder geht am Ende des Tages seinen Weg und jeder tut dafür alles, seine Familie glücklich zu machen. Und Bro, so ist es. Wenn du erfolgreich werden willst, dann darfst du leider keine Emotionen zeigen. So ist es. Wenn ihr erfolgreich wollt, keine Emotionen zeigen, immer Vollgas geben, einfach machen, Bruder, nicht so viel überlegen. Soll ich jetzt einen Pizzaladen aufmachen? Boah, Bro, vielleicht, so wisst ihr, was ich meine? Mach einfach, Bruder. Was hast du zu verlieren? 20.000, 30.000 Euro, wenn du einen Pizzaladen aufmachst zum Beispiel so. Gib Vollgas, Digga. 12 Minuten Talk an dieser Stelle. Und jetzt geht's wieder weiter mit dem Video. Ich küsse eure Herzen und
wir sehen uns. Was geht, meine Damen und Herren? Ich hoffe, euch allen da draußen geht es gut. Mir geht es auch gut. Wir befinden uns heute in Ulm. Hallo Ulm, was geht? Ich weiß, ihr mögt mich alle nicht oder manche lieben mich. Wie geht es euch? Ich bin da. Aber nur das Geld, Ulm, Mann. Und heute kaufe mir hier ein paar Sachen für eine Wohnung von mir. Ich ziehe aus. Ich habe mir eine Penthouse-Wohnung geholt Richtung München. Und ja, ich nehme euch mit. Check Parfüm ab. Für die besten Duftanhänger der Welt. Alle 1 Euro. Und ja, wir sehen uns. Ich nehme euch mit. Ich hole jetzt meine Frau ab. Und dann geht's gleich los mit den Jungen. Schatz, jedes Mal hast du irgendwelche Sachen, was ich nicht. Nimm es mal. Du weißt, es ist deins und andersrum genauso. Ja. Raus. Ja, geht nicht. Egal, geht Gabel. Und es wird mit Gabel, wenn es keine Stäbchen gibt. Halt, Bismillah. Mit Finger. Du auch mit Finger, Alter. Mach mal Finger. Oh mein Gott. Geil. Mit Lachs esse ich nicht. Dann tu das halt, guck. Passt den Lachs so sehr, gell? Und sehr ehrlich. Mm. Sehr ehrlich. Echt krass. Hol mal du eins von mir? Schmeckt eins. Mit Hähnchen ist auch geil. Mhm. Ja. Ja, jetzt hast du ohne Soße gemacht. Ja. So, schaut, Freunde. Da ist mein Sushi. Mit Hähnchen und Avocado einfach. Aber es macht leider nicht satt, gell? Doch. Ja, dich aber nicht noch. Aber pass auf mich, dass du nicht stecken bleibst. Ich feiere gar nicht mehr. Wir haben bloß nur alle so. Da machen die Minus. Geil. Freunde, ich bin einfach jemand, der davor Sushi gehasst. Und jetzt voll geil. Also Sushi ist echt geil, Alter. Ich weiß, für mich geil. So? Ja, doch, Döner. Aber das ist auch geil. Bros, wir waren da jetzt gerade auf jeden Fall essen. Ey, das ist so ein geheimer Spot jetzt von mir, Digga. Ich esse da zum ersten Mal Sushi. Meine Frau hat mich gezwungen, da zu essen. Er wollte erstmal nicht. Ich wollte nicht, aber... Jetzt will er. Aber jetzt ist schon geil, Digga. Ich sag euch ehrlich, weil ich bin nicht so der Typ von Sushi, der überall Sushi essen kann. Und auf der Liste steht gar kein Hähnchen drauf. Aber die haben extra jetzt für mich Hähnchen gemacht. Und ich sag euch ehrlich, guter Laden. Aber Geheimtipp, am Schluss chillen da alle, Digga. Deshalb... Jawohl. Jawohl. Wir gehen jetzt, wir fahren jetzt Metro oder Mediamarkt, weil wir einmal so Waschmaschinen brauchen. Dyson-Staubsauger haben wir geholt. Staubsauger normal brauchen wir noch einen. Wir brauchen Trockner, Waschmaschine. Bügelbrett, genau. Bügeleisen haben wir auch gekauft. Aber ich schau mal, vielleicht gibt es ja mal ein Bügeleisen, den ich bestellt habe. Auch da, um zu schauen, wie der ist. Aber eigentlich wäre logisch, dass wir jetzt zum Metro gehen. Der Metro ist gleich hier und Mediamarkt ist direkt auf Heimweg. Ah ja, okay, na gut. Na gut. Na gut. Na gut, dann schauen wir mal erst beim Metro. Ich mache mir mal eine Metro-Card. Jawohl. Jungs und Mädels, wir haben jetzt einmal so ein Bügeleisen gekauft, Bügelbrett geholt. Zack, das tun wir einmal rein in unser Transporter hier rein. Aber ich weiß nicht, ob der passt. Und dann noch einmal der hier. Schaust du, dass die Dame gibt? Tun wir das auch mal eine Zack so rein. Das passt. So, als nächstes, Freunde, gehen wir jetzt zum Mediamarkt und schauen mal so nach Kaffeemaschinen und so weiter. Da sind nicht so viele, nur ein, zwei Stück. Kaffeemaschinen und das andere Trocknen und Waschmaschine. Ihr seid eine Alfa Romeo, ihr seid eine Giulia und ich habe ein M2. Competition, ja. Alle meine Textpacks sind Neider, alle meine Textpacks sind Neider. So filmt Alex immer. Wir fahren jetzt zu Mediamarkt. Ich bin irgendwie todesmüde wegen den Postboten seit Tagen. Ich bekomme immer so viel Post nach Hause. Ich schwöre, so wie ihr Post bekommen würdet, würde ich Kaffee bestellen. Also meine Packs sind leider. Ihr seid eine Null wie eure Seite. Ich bin eine 10 wie meine Seite. Auf Befehl, du weißt. Spaß. Wir sind in Istanbul. In 10 Tagen Istanbul. Was sagst du dazu? Wir sind jetzt schon in Istanbul. Istanbul, hier angeln die. Okay, Jungs, wir sind gleich da. Jetzt in 2 Minuten sind wir da. Wait. Süß. Scheiße gelaufen, Alter. Die machen 19 Uhr zu. Keine Ahnung, warum im Internet 20 Uhr steht. Im Internet steht nicht mal 20 Uhr. Wir haben das falsch gegoogelt, Mann.
Natürlich, Mann. Natürlich haben wir das falsch gegoogelt. Die haben einfach 19 Uhr zu. Und das war's mit dem Video. Ich guck jetzt. Wir beenden das Video auch. Noch 9 Uhr steht da. Oh mein Gott, Digga. 19 Uhr haben die geschlossen. Was machen wir jetzt? Deshalb war es auch das mit dem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal für mehr. Wie gesagt, Freunde, hört auf meine Worte, Digga. Ihr wisst, was zu tun ist. Kauft euch Kaffee.